ich. Ja, bitte. Hab ich. Spezialwunsch ist, ich brauche keine besonderen. Es ist nämlich deswegen, weil ich bin eigentlich interessant. Du willst keine Wunden drauf haben? Nein, ich will schon Wunden haben. Ich brauche nur keine, ich brauch keine Leichenbleiche. Ich bin ein ganz frischer Zug. Und die Idee ist nämlich, aber nur ein bisschen, ich habe da oben einen Schraubenzieher drinstecken. Ja, da kommt Blut raus. Das heißt, ja. Da kommt quasi irgendwo runter. Und ich meine, gern auch irgendwo ein Biss oder irgend sowas, aber quasi da im Gesicht eher frisch. Eher frisch. Also sowas, wie sie jetzt gemacht hat, auf der Seite ist es nicht spannend. Könnte man auch machen. Also ich denke mir nur, wenn ich da eh schon das Blut runter bin, hat dann ein zweites im Gesicht, das vielleicht fahrt, vielleicht irgendwo anders, vielleicht auf der Hand oder so. Ja. Weil ich werde jetzt wahrscheinlich gar nicht dazu rumlaufen. Okay, das heißt, meine Hand wird jetzt prominent sein. Oder du kriegst ein Biss auf die Hand. Bei der, Gstädtner-Saga hast du nicht mitgespielt, oder? Ich bin der Regisseur. Oh, okay. Ich habe mitgespielt, eine ganz kleine Rolle. Aber okay, weil irgendwie das Kostüm hat mich daran erinnert vom Bild. Ja, genau. Das ist auch genau von dort. Okay, deswegen gut. Es wird wieder verwendet. Sehr gut. Ich bin in der Gstädtner-Saga dabei, aber am Schluss der Nerd. Okay. Der Nerd mit der Kettensäge. Aber wurscht. Okay. Gut zu wissen. Also machen dich nicht blass, du bist noch nicht so ewig verwest, aber du schaust ich immer gedacht, ich bin gerade vor 5 Minuten gestorben. Augenring erst trotzdem. Okay, gut, passt. Also gut. Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Film zu machen? Naja, wenn man blöde Ideen hat. Also von dir ist die Geschichte, oder wie? Was, das hier? Nein, nicht der Zombie Walk, sondern die Gstädtner-Saga. Von wem ist die Geschichte? Oder? Die ist von mir. Okay. Die habe ich gemeinsam mit dem Roli geschrieben. Okay. Der Roli und ich sind ja eigentlich auch die Organisatoren hier vom Zombie Walk, aber der Roli kann halt nicht, weil der arbeitet bei FM4 und hat irgendwie eine Abendsendung und kann deswegen nicht kommen. Deswegen bin ich alleine gerade da. Entspannen, wirklich nur Lidschatten. Ja. Okay. Das heißt, den Zombie Walk hast du auch mitgemacht, sozusagen. Ja, wir haben das dann. Den ersten, also wir haben es 2-3 Mal nur mal als Monochrom gemacht und dann haben wir uns mit Monochrom zusammengetan mit dem Slash Film Festival. Okay. Ich habe durchgemacht heute, ich bin gut für einen Zombie. Okay. Ich bin aus Tel Aviv heute gekommen und mein Flug ist um 6 in der Früh gegangen und da gibt es immer 3 Stunden früher dort sein, also bin ich gar nicht ins Bett gegangen. Das passt eh, ich habe mir gedacht, die Augenringe habe ich schon ohne. Nein, hast du aber nicht. Ziemlich fresh. Das ist ungewöhnlich, aber. Also da habe ich schon jemanden gehabt vorher, der geschlafen hat und wirklich gehabt hat. Dem habe ich kaum was nachschminken müssen. Sehr schön. Also jetzt nur so, das könnte auch von einem Lebenden eine aufgepinselte Narbe, also keine geklebte jetzt. Ah, ja. Da verstehe. Zieht sich nur die Haut ein bisschen zusammen. Ah, super, ja. Ja, aber das gehört zur Arbeit dazu, das ist auch schon. Wenn es nicht ausschaut, hast du nicht gut gearbeitet. Dann habe ich sehr gut gearbeitet. Genau, wo gelatext wird, da fallen Batzen. Genau, so ist es. Ja, ist gescheitert. Nein, ist ja alles süß. Das ist Gummi, gell? Das ist kein Haar. Nein, ich weiß. Achso, okay, weißt du. Geh mir aus. Gehst dir aus, gell? Ich werde beobachtet. In meinem Sichtum. Was? Ja, genau. Ja, ich weiß. Ich kenne das erst seit 2 Jahren, also beim ersten Mal war ich nicht da. Warst du nicht dabei? Das erste Mal haben wir es, also insgesamt das erste Mal haben wir es gemacht, 2000. Ich brauche das korrekt. Okay. Also wir machen es jetzt jedes Jahr schon seit 2007. Und dann mit Slashdot gemeinsam, also Slashdot, mein Gott, mit Slashfilm gemeinsam dann seit 2000, fuck. Seit 5 Jahren ist es. Fünf Jahre, glaube ich, mindestens. Das 5. Jahr ist es jetzt schon sein. Und ich bin vor 2 Jahren das erste Mal da gewesen. Ja. Letztes Jahr hatte ich nur wegen einem Film, war ich kurz da, weil ich da nur Zeit hatte. Collodium immer zumachen, bitte, und Scratchplatz. Ah, das ist das Kryoland, oder? Das ist ja, Kryoland. Großartig. Wow, die Musik habe ich nicht mitgebracht. Aus Parks. Ja. Unser Büro ist in der kleinen Nebenan. Ah, okay. Immer wenn es laut wird, sind die Hausparks. Unfassbar. Ja, wirklich. Die mit Tomaten mehr oder weniger schmeißen. Ja, oder halt mit ja. Hundekot. Ja, und die kommen mit Panzer und rennen an die Mauer rein. Ich habe zugeschaut, ich habe nicht gedacht. So.
Passt schon. Das ist tatsächlich schon sehr cool. Ich meine, wenn man vielleicht jetzt wirklich was da. Ja, ja, aus der Nase schon, aber ich meine jetzt das mit dem Schraubenzieher. Willst du da mehr noch? Ich mag noch mehr machen. Ja, mehr. Ach so. Das aus der Nase kriegst du sowieso.